Viele Adventmärkte haben es so an sich, dass man schnell sein muss. Häufig haben sie nur 1 bis 2 Tage geöffnet. In Wieselburg ist das anders. Zwischen St. Pölten und Steyr ist er der einzige, der an allen 4 Adventwochenenden geöffnet hat. 3 Dinge gehören zu einem solchen Event unbedingt dazu. Natürlich, ein guter Glühmus, das gehört ein Maroni dazu, die jetzt natürlich auch den Advent auszeichnet. Ja, und natürlich Schnee, das ist eines der wichtigsten Dinge und das haben wir heute. Mehr als wie genug. Wir sind vom Verein Zukunft Wieselburg und stehen da aus. Und wir haben Glühmost, wir haben Speckbrot, wir haben einen Kindertee und ein paar andere Sachen. Am Wein gibt es auch natürlich. Wir sind von der Pfarre Wieselburg und wir machen Spezialität, machen wir Wallachinken, die unbedingt zu verköstigen sind. Ja, ich meine, es ist natürlich heute total das Kitschige, dass sie die 2 Tage so geschnitten hat und es bringt dann wirklich in eine Stimmung, die was auch mit Weihnachten zu tun hat und das ist einfach schön. Und ich glaube, das hat sich jeder verdient, einmal ein bisschen eine ruhige Zeit. Und ich persönlich wünsche mir wirklich auch, dass man ein bisschen nachdenklich sein kann, dass man mal ein wenig Ruhe findet. Doch der Wieselburger Adventmarkt zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er an allen 4 Adventwochenenden geöffnet hat, er bietet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die Highlights sind natürlich am 8. Dezember, haben wir auch offen. Und am 8. Dezember kommt zu uns natürlich der Nikolaus. Ganz wichtig für die kleinen Besucherinnen und Besucher, der hat auch mit natürlich einen Krampus. Und der Nikolaus hat für jedes Kind ein Nikolaussackerl mit dabei. Also das können Sie sich da natürlich abholen. Weitere wichtige Programmpunkte sind der Pärchenlauf am 10.12. mit dem Blindenmarkter Ausseefürsten. Am 16. Dezember wird die Wintersonnenwende mit einem Fackelzug der Brauereikapelle gefeiert. Am 22. Dezember besuchen die Wieselburger Zwiesel-Dive-In den Adventmarkt. Ebenfalls am 22. Dezember findet eine Veranstaltung des Lions Club statt. Die St. Florianer Sängerknaben kommen in die Messehalle, genauer ins NV-Forum Halle 3. Bei uns als Abschluss am Adventmarkt ist dann am 23. Dezember kommt das Christkind vorbei, wird uns das Christkind besuchen. Für alle Kinder natürlich ganz wichtig, kommt her, denn da gibt es ein Gratisfoto dann mit dem Christkind. Das Kind soll euch dann mit nach Hause nehmen, als Andenken an den Wieselburger Advent gemeinsam mit dem Christkind. Und eine besondere Neuigkeit gibt es auch noch bei uns am Adventmarkt. Es ist heuer erstmalig, gibt es einen Christkindl-Postkasten, der bei uns da gleich im Hintergrund ja steht. Da kann jedes Kind ihren Wunschzettel einschmeißen. Und das ist jetzt das Besondere, es kriegt jedes Kind einen persönlichen Brief vom Christkind zurück. Damit alle Briefe richtig und sicher ankommen, hat die Stadt Wieselburg eine Vorlage zum Ausdrucken bereitgestellt. Diese findet ihr auf der Website unter www.wieselburg.at. Doch auch die Erwachsenen haben ihre Wunschliste. Was steht da eigentlich oben? Also Gesundheit, denke ich, ist eines der wichtigsten und natürlich Frieden. Frieden auf der Welt, weil das ist etwas, glaube ich, was uns alle in irgendeiner Form ständig und permanent, so wie es jetzt ist, beeinflusst. Und das muss nicht unbedingt sein. Natürlich Gesundheit für die ganze Familie ist ganz klar. Und ja, ich weiß nicht, dass es manchmal pathetisch klingt, aber vielleicht war es schön, wenn er wieder ein bisschen Frieden eingekehrt auf der Welt. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Ja, einfach mit Familie und dass alles passt und dass alle gesund sind. Ich wünsche mir an und für sich, dass wir wirklich einen Frieden haben. Einen Frieden, selber einen Frieden haben, miteinander einen Frieden haben, mit der Familie einen Frieden haben, das würde ich mir wünschen. Einen besonderen Veranstaltungstipp hat Josef Lechner zum Abschluss noch für uns. An jedem Veranstaltungstag gibt es in den evangelischen Kirchen ein eigenes Kinderprogramm, beginne ich um 16 Uhr. Da kommt zum Beispiel ein Zauberer, da kommt ein Clown, da sind Kasperl da. Wir haben heuer 5 verschiedene Kasperl, die so auftreten. Ich kann nur sagen, an die Grenzen, bitte kommt vorbei, schaut euch das an. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Eine liebe Geschichte und vor allem, es bekommt jedes Kind, was ins Sternenhaus kommt, kriegt zum Abschluss dann auch ein persönliches Geschenk mit. Mit tausenden Lichtern, dem Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln und einem umfangreichen Programm findet der Wieselburger Adventmarkt noch bis zum 23. Dezember im Schlosspark statt.